Ich bin reiner Geist. Danke, Vater, danke, Gott, für diese tiefe Erinnerung, für diese Ausdehnung, dass ich Geist in dir, Vater, bin, im Geiste Gottes. Heilig und so rein. Dass ich in dir bin, vollständig, geheiligt, so sehr geliebt, so gesegnet. Danke, Vater, dass du mich stets so willkommen heißt und mich aufrichtest, mich auferstehen lässt durch deine so mächtige Erinnerung an mich. Und danke, Jesus, für diese Worte, die mir so beständig gegeben werden, für meine Ausrichtung, für meine Aufrichtung, für meine Auferstehung. Jetzt. Ich bin reiner Geist. Wir, der eine. Es geht nur um Geist und nicht um diese Idee hier, nicht um dieses Bild. Es geht nur um den einen reinen Geist, der wir alles sind. Eine einzige Ausdehnung, ein einziger Fluss, der sich jetzt über diese eine Welt ergießen will, der Segen Gottes durch uns. Ein stiller, so reiner Fluss. Im Einfluss. Im Einfluss Gottes. Ja, und damit will ich mich tragen lassen. Davon will ich mich berühren lassen. Möge sich mein Herz noch weiter öffnen, damit ich diese prächtige, mächtige, herrliche Ausdehnung meines Geistes, unseres Geistes, mit dir, mit allem erfahren kann und darf. Weil ich das bin. Weil wir, ich, wir, du, wir alle der eine, das eine sind, reiner Geist, Gottes Geist, seine Wirkung. So breite deine Flügel aus, erhebe dich. Öffne dich für dein Licht, für das eine Licht. Du erhebst dich hin zum Licht. Erleuchtung. Ich bin reiner Geist. Das eine Selbst. Und das will so natürlich erfahren werden,
weil es so natürlich gegeben ist. Zart und fein, lieblich, ein sanfter Hauch. Nichts ist getrennt. Alles ist beisammen, ist miteinander, ineinander, ist eins. Ein liebevoller Gedanke, der sich jetzt einfach nur schenken will, zeigen will, ausdehnen will. Und es gibt in jedem einen Augenblick das Sein, in diesem einen Augenblick. Dann erlebst du nur diesen einen Augenblick. Weil nur der wahr ist, gegenwärtig ist mit Gott in deinem Geist. Dann erfährst du das Paradies. Du bist reiner Geist. Sei es, ich bitte darum. Er drückt einfach die Wahrheit aus. Übe diese Wahrheit heute, so oft du kannst. Damit du in die ruhigen Gefilde des Friedens kommst, da, wo du hingehörst, da, wo dein Zuhause ist, diese Ruhe in deinem Geist und du ruhst im Geiste Gottes, du ruhst in Gott. Du bist von jeglichem Wahnsinn freigesprochen, weil das kann nicht in Gott existieren oder aufrechterhalten werden. Also, du kannst dir nicht mehr vom Wahnsinn sprechen. Du bist reiner Geist. Und ruhst in Gott. Du stillst deinen Geist durch Gott. Da ist kein Spalt mehr zu finden. Alles ist gleich, gleich rein, gleich schön. Gleich in Gott.
Eine Befreiungserklärung. Ich bin reiner Geist. Wir erklären uns die Wahrheit über unser eines Selbst, dem Heiligen Sohn Gottes. Und ich bete darum, nur noch die Wahrheit zu hören. Das alles ruht so mächtig in mir, ist mir so gegeben, so gegenwärtig. Ist ganz da. Ich will mich der geistigen Gesundheit zurückerstatten lassen. Ich bin reiner Geist. Vollkommen, geheilt und ganz. Du bist der reine Geist, der liebevoll mit all der Liebe, allem Frieden, aller Freude deines Vaters ausgestattet ist. Du Wunderwerk Gottes, du Geschenk Gottes. Er, unser Vater, hat uns so prächtig ausgestattet. Mögen wir es jetzt nutzen. Alles steht bereit. Alles ist dir gegeben. Alles ist offen und weit. Du brauchst dich nur hinzugeben, dich dem, was dir jetzt gegeben ist, zu öffnen. Dich in die Arme des Vaters noch tiefer hinein zu schmiegen, noch mehr Vertrauen in das einfache Sein in Gott, in dein Zuhause. Du bist der reine Geist, der ihn, der Gott, vervollständigt. Hörst du? Du vervollständigst Gott. Sei es, vervollständige Gott. Sei bereit.
Du bist der reine Geist, der ihn vervollständigt und seine Funktion als Schöpfer mit ihm teilt. Du Mitschöpfer, Sohn Gottes. Gott gleich. Es schwingt alles in Gott. Es schwingt alles im Namen des Vaters. Gott ist bei dir alle Tage. Und so auch jetzt, in diesem einen heiligen Augenblick, der immer gegeben ist. Wie auch immer. Wie auch du immer bei ihm bist. Du ruhst in Gott. Du bist mit ihm so sicher, so gewiss. Und das und nur das schenke deiner Welt. Deine Funktion und Gottes Willen zu tun. Also komm, komm mit mir. Lass uns der Wirklichkeit noch näher kommen. Alles, was wir im Namen des Vaters bereits geben, wird uns dessen Gewahrsein näher bringen. Er wird uns zeigen, dass wir schon zu Hause sind und dass alles gut ist. Und es kommt immer schneller. Weil du Gott willst. Weil du die Erlösung willst. Weil du den Frieden willst. Weil du die Liebe willst. Weil du die Freude willst. Bis du erkennst, dass das alles du selbst bist. Reiner Geist, der du bist. Geist Gottes.
Und dieses Erinnern, dieses sanfte Erwachen, das ist das Wunder schlechthin. Deine Auferstehung, dein Erwachen. Dieses Entfalten des einen mächtigen Geistes, dieser wunderbaren Ausdehnung der Liebe Gottes durch unseren offenen Geist, durch unser offenes Herz, durch unser Geben und Empfangen wollen, dieser gebenden Haltung, empfangenen Haltung. Beständig. Erlösung ist ein Wunder, das erste und das letzte. Das erste, das das letzte ist, denn es ist eins. Paradies ist das erste und das letzte Wunder durch deinen offenen Geist. Das ist die reine Geistesschulung. Das ist der Geist Gottes. Du ruhst im Paradies, in deinem wahren Zuhause, in Gott. Und Gottes Geist wirkt unablässig durch dich. Und du lässt es einfach geschehen. Du, der du seine Wirkung bist. Und es zeigt sich in allem. Selbst in den Tiefschlaf hinein. Und das kitzelt dich wach. Und da guckst du, schaust du. Und blickst über deine scheinbaren Begrenzungen, über diesen Tellerrand hinaus. Na, wie herrlich. Willkommen, willkommen in dir, in dieser Heiligkeit und Herrlichkeit. Dein heiliger Tempel, deine Schatzkammer, ist ewige Ausdehnung. Und all die Heiligen sind mit dir, stehen mit dir an deinem inneren heiligen Altar. Und da ist nur Segen. Segen, Segen, Segen. Ewiges Willkommen. Du bist der reine Geist, in dessen Geist das Wunder wohnt, in dem die Zeit ganz stillsteht. Das Wunder, in dem eine Minute für die Anwendung dieser Gedanken hingegeben,
zu einer Zeit wird, die keine Grenzen und kein Ende hat. Die Zeitlosigkeit will sich dir zeigen. Du mächtiger, reiner Geist, du Ausdehnung des Geistes Gottes. Und Gott hält seine Versprechen. Ne? Er hat dir alle Stärke gegeben, alle Macht. Und das jetzt zu nutzen, in seinem Sinne. Also lass dich führen, lass dir helfen, gib alles und gib noch etwas mehr. Es bedarf keiner Anstrengung. Es ist einfachstes Sein. Du bist es schon. Sei gewiss. Sei so gewiss. Vertraue Gott. Vertraue dir. Vertraue Jesus. Vertraue dem Heiligen Geist. Es ist alles der eine reine Geist. Das bist alles du. Du bist der reine Geist, der in Gott selbst wohnt und der durch seine Stimme jedes Lebewesen anruft. Wir sind alle verbunden, alles. Alles Lebendige. Schau nur die Wahrheit. Nur Gott ist wahr. Nur du, als der reine Geist, bist wahr. Und der Heilige Geist
freut sich so, dass du jetzt bereit bist, mit ihm zu kooperieren, dich noch weiter zu öffnen, ihn endlich als Führer anzuerkennen, als Freund, als Mittler. Der Heilige Geist wird sich freuen, 5 Minuten jeder Stunde aus deinen Händen zu empfangen und sie um diese schmerzensreiche Welt zu tragen, wo scheinbar Leid und Elend herrschen. Du, mächtiger Geist, wirst das auflösen. Durch deine Handreichung, durch deinen Segen. Durch deinen Willen, nur Gottes Willen zu tun. Wo ist dann noch der Kummer? Wo der Gram? Wo der Schmerz? Der Heilige Geist wird keinen einzigen offenen Geist übersehen, der die heilenden Gaben annehmen will, die sie bringen, und wird sie überall dort niederlegen, wo er weiß, dass sie willkommen sind. Und jedes Mal, wenn jemand sie als seine eigenen Gedanken akzeptiert und sie zum Heilen nutzt, nimmt ihre Heilkraft zu. Mächtiger Heiliger Geist, der du bist. Die Gaben vermehren sich, vermehren sich, vermehren sich, vermehren sich, vermehren sich. Ewige Ausdehnung. Dafür jetzt alles zu geben, damit du es erfährst. Gottes Gaben wollen durch dich gegeben und empfangen werden. Und wenn sie dir zurückgegeben wird, wird sie die kleine Gabe, die du gegeben hast, so mächtig übertreffen, wie der Sonnenglanz den winzig kleinen Schimmer überstrahlt, den ein Leuchtkäfer in einem vagen Augenblick erzeugt, ehe er verlöscht. Das stete Strahlen dieses Lichts hält an und führt dich aus der Dunkelheit, und du wirst auch den Weg nicht mehr vergessen können. Du siehst den Weg, du weißt um das Licht, folge nur diesem. Du weißt das alles schon. Das ist doch nur ein Weg, den wir niemals gegangen sind und niemals gehen werden, weil es nur eine Idee ist, die in Gott nicht existiert.
Aber hier scheint sie mir als Mittel zu dienen und das zu nutzen. Bis ich erkenne, wieder erwache, mich wieder erinnere, hey, ich bin ja schon ganz da. Beginne diese glücklichen Übungen. Ich bin reiner Geist. Der Heilige Geist spricht zu dir. Und er will, und auch Gott will, und auch du als der Sohn willst, dass die ganze Welt dies hören möge. Es soll um die ganze Welt erschallen. Reiner Geist bin ich. Sprich mir es nach. Reiner Geist bin ich. Ein heiliger Sohn Gottes. Frei von allen Grenzen. Sicher und geheilt und ganz. Frei zu vergeben. Und frei, die Welt zu erlösen. Durch dich so ausgedrückt wird der Heilige Geist diese Gabe, die du von ihm bekamst, annehmen, ihre Macht vermehren und sie dir wiedergeben. Dies ist dieses beständige Geben und Empfangen. Es fließt unaufhörlich, ununterbrochen. Ein Fluss. Hey, und du kannst es einfach geschehen lassen. Fließ einfach mit. Und gib alles. Sei einfach das Geschenk. Sei es einfach. Im Sinne des Vaters, wie es sich auch immer zeigt. Also schenk Gott heute Freude jede Übungszeit. Du schenkst es immer dir. Du schenkst es Jesus, du schenkst es dem Heiligen Geist, du schenkst es immer dir, dem Sohn Gottes, dem reinen Geist. Du bist das alles.
und Gott und der Heilige Geist. Sie werden zu dir sprechen und dich daran erinnern, dass du reiner Geist bist, eins mit ihm, eins mit Gott. Eins mit deinen Brüdern und mit deinem Selbst. Und darauf höre, wirklich fahre deine Antennen aus. Öffne deinen Kanal noch weiter, noch viel mehr. Empfange Gott. Und gib Gott. Lausche auf seine Versicherung jedes Mal, wenn du heute die Worte sprichst, die er dir schenkt, und lass ihn deinem Geiste sagen, dass sie wahr sind. Kind Gottes, reiner Geist. Wir sind die Liebe Gottes und nur das ist wahr. Du bist aus der Liebe Gottes erschaffen. Gott ist deine Schöpfung. Und du bist in Gott, ewiger Schöpfergeist. Du bist das alles. Du bist Gott selbst in Gott. Weil es ein Geist ist. Eine einzige Liebe, eine einzige Freude, eine einzige Feier. Ein einziges Licht. Mein einziger Frieden. Eine einzige Ruhe. Ein einziges Wort. Gott. Und du bist die Ausdehnung diesen einen Wortes, des einen liebevollen Gedankens. Du bist Befüller. Kannst nichts anderes sein. Also führe dich nicht mehr in Versuchung. Du kannst nur mit Gott sein. Oh, weil du es bist. Der Heilige Geist schenkt dir heute, schenkt dir jetzt diesen mächtigen Frieden. Empfange seine Worte und biete sie ihm an. Einfach nur geben und empfangen. Du bekommst alle Liebe, also gib einfach selbst die Liebe. Dir ist aller Frieden gegeben, also gib Frieden. Das Licht ist gekommen, du bist das Licht, also gib es. Du ruhst und bist still, so gib das. In voller Freude und Gewissheit. Mächtiger, reiner Geist, der wir sind, Mitschöpfer Gottes.
Reiner Geist bin ich. Ein heiliger Sohn Gottes. Frei von allen Grenzen. Sicher und geheilt und ganz. Frei zu vergeben und frei die Welt zu erlösen. Das gib. Das gib. Du kannst das, weil es dir schon gegeben ist, weil du das selbst bist. Du bist doch schon Schatz. Du bist schon totaler Schatz. Freue mich so und bin so dankbar. Es jubelt in mir. Ich verneige mich. Ich verneige mich im Namen des Vaters, in all der Freude und all dem Frieden, in all der Liebe, in all der Gewissheit. Amen. Amen. So ist es. So sei es. So ist es. Hey. Guck mal. Meine Liebe. Gott ist so gut und du bist es auch. Bis gleich.